Was gehört nicht zur gesetzlichen Sozialversicherung? A. Die Pflegeversicherung. B. Die Arbeitslosenversicherung. C. Die gesetzliche Rentenversicherung. D. Die Lebensversicherung. Das Dritte Reich war eine. A. Demokratie. B. Diktatur. C. Monarchie. D. Räterepublik. Welches Land war keine alliierte Besatzungsmacht in Deutschland? A. Frankreich. B. USA. C. Japan. D. Sowjetunion. Welches Tier ist das Wappentier der Bundesrepublik Deutschland? A. Pferd. B. Bär. C. Löwe. D. Adler. Bei Erziehungsproblemen gehen Sie in Deutschland? A. Zum Jugendamt. B. Zum Gesundheitsamt. C. Zum Arzt/zur Ärztin. D. Zum Einwohnermeldeamt. In Deutschland darf man wählen. Was bedeutet das? A. Nur Personen mit einem festen Arbeitsplatz dürfen wählen. B. Alle Einwohner und Einwohnerinnen in Deutschland müssen wählen. C. Alle deutschen Staatsangehörigen dürfen wählen, wenn sie das Mindestalter erreicht haben. D. Nur verheiratete Personen dürfen wählen. Was ist in Deutschland ein Brauch zu Weihnachten? A. Einen Tannenbaum schmücken. B. Kürbisse vor die Tür stellen. C. Bunte Eier verstecken. D. Sich mit Masken und Kostümen verkleiden. Ein Mann im Rollstuhl hat sich auf eine Stelle als Buchhalter beworben. Was ist ein Beispiel für Diskriminierung? Er bekommt die Stellen nur deshalb nicht, weil er A. kein Englisch spricht. B. im Rollstuhl sitzt. C. keine Erfahrung hat. D. zu hohe Gehaltsvorstellungen hat. Was bedeutet in Deutschland der Grundsatz der Gleichbehandlung? A. Niemand darf gegen Personen klagen, wenn sie benachteiligt wurden. B. Niemand darf B. wegen einer Behinderung benachteiligt werden. C. Man darf andere Personen benachteiligen, wenn ausreichende persönliche Gründe hierfür vorliegen. D. Es ist für alle Gesetz, benachteiligten Gruppen jährlich Geld zu spenden. Wann kommt es in Deutschland zu einem Prozess vor Gericht, wenn jemand A. zu einer anderen Religion übertritt. B. eine Straftat begangen hat und angeklagt wird. C. sein Auto falsch geparkt hat und es abgeschleppt wird. D. eine andere Meinung als die der Regierung vertritt. Подписывайтесь на канал Sprachschule. Ставьте лайки, пишите. Какие материалы на немецком языке вам срочно нужны?